Oh mein Gott! Oh, es ist eklig! Das sind so Dinge, die nicht existieren sollten. Das ist einfach widerlich. Die können League of Legends spielen gerade. Oh, sorry, da klebt sie das Arschloch zu, wirklich. Ey, die riechen 1:1 wie die Cheeseburger-saure Gurken bei Mc's. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück beim XXL-Test. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe. Amerikanische Snacks und Süßigkeiten frisch aus Übersee eingeflogen. Bei uns jetzt hier im Hintergrund und vor allem auch eingeflogen haben wir heute die fantastische Anne aka Ivraldis und den einzig wahren Mango. Ich hoffe, ihr habt Bock auf amerikanische Süßigkeiten. Es könnte wild werden. Ja, kein Name. Sind in erster Linie süß und sie sind in zweiter Linie wahrscheinlich auch tödlich und ungesund. Genau das mag ich. Also alleine das hier, davor habe ich einfach richtig Angst. Dass das da drin mal aus Amerika rübergekommen ist und immer noch essbar sein soll. Guck mal, guck doch mal. Leute, Garlic Joe und 29 andere Snacks checken wir jetzt ab im XXL-Test. Bleibt gerne dran, wir machen natürlich wieder eine Tiermaker-List für euch fertig, damit ihr am Ende wisst, was ist der einzig wahre amerikanische Snack da draußen. Die Käsemoppets. Oh ja, die sehen geil aus. Anne steht auch auf Käsebällchen und so, ne? Ich hasse ja Käsebällchen. Bällchen sind so sick. Warum es den dort gibt. Cheese Curls und guck mal da unten, Oven Baked with Real Cheese. Ja, und ihr gebt mir direkt Käse, ihr blöden. Wieso? Hast du Paul Käse? Paul hasst Käse. Oh, die sind ja gigantisch. Die riechen gar nicht so sehr. Das ist super gefährlich, dass wir die als erstes aufmachen. Jetzt komm, wir greifen alle mal rein. Guckt mal, wie groß die sind, bitte. Die sind echt groß. Das sind wie 20 cm locker. Von Rob, die riesen Flips. Oh. Oh, ja. Oh, die sind lecker. Oh, ja. Die sind richtig gut. Oha, das ist in meinem Leben also der erste Käsesnack, den ich geil finde. Der schmeckt ja auch nicht nach Käse. Null, das ist einfach der würzig. Nee, der schmeckt wie der Sprühkäse. So Cheddar-Käse-mäßig. Ja, der Sprühkäse schmeckt so. Ja, ach, Cheese Whiz. Der ist echt nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Da kann ich auch nochmal rein. Die crunchen richtig heftig, stark im Mund. Mhm. Aber lösen sich auch ganz schnell auf dann, ne? Also ich bin sehr positiv überrascht. Dass du mal Käsemoppets magst. Die würde ich essen. Die darf ich zu Hause essen, ohne dass ich dafür beleidigt werde. Ohne dass du gecheese-shamed wirst, ja. Wir müssen das jetzt gemeinsam ranken, weil wir müssen ja feststellen, was sind die besten Snacks. Wir dürfen übrigens im Verlauf des Tests natürlich auch noch umranken, wenn wir irgendwelche Sachen feststellen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die sind schon erstmal up there. Oder? Also für mich sind die ganz oben. Die sind ganz klar S. Ganz S? Nein, die sind B. Nee, die sind ganz also, du hast dich als Cheese-Hater etabliert direkt am Anfang. Dementsprechend finde ich, ist deine Meinung nicht so viel wert wie unsere. Hat er recht. Ich bin diejenige, die auch Käsebällchen kauft und so wegsnackt. Ich als jemand, der Käsebällchen-Snacks hasst, fand den lecker. Du wolltest den auf A setzen, verstehe ich. So, hier auf so da. Auf S fühle ich nicht. Wir packen ihn erstmal hin. Die überwiegende Mehrheit, Paul sagt B, ich sag A, zweimal S. Es wiegt das S schon für mich somit am schwersten. Wir packen ihn einfach mal hier hin. Muss mal ganz kurz ans Telefon gehen. Schönen guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Mhm. Aber schönes Design. Die kenne ich nicht, muss ich sagen. Also Dr. Pepper kenne ich, aber die kenne ich gar nicht. Ja, Mountain Dew hat so zuckerhaltige, coole Getränke gemacht, lange bevor es Energy Drinks gab. Freunde, wir wären hier nicht die einzig wahre Testinstitution, wenn wir sowas nicht aus Nosing-Gläsern genießen würden. Wie sieht das aus? Darf ich das runterschlucken oder muss ich das wieder ausspucken? Nein, das muss schon runtergeschluckt werden. Du brauchst das ich weiß ja nicht, ich brauch ein bisschen mehr Paul. Guck mal bitte, wie die Farbe aussieht. Das riecht auch so. Aber also irgendwie aber auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Ne? Also es passt sich der Dose schon an. Wenn es klar wird, ist gut. Also es gab immer eine europäische Version von Mountain Dew, aber die ist, glaube ich, ganz anders. Die Sachen, die wir hier haben, die kommen tatsächlich aus Amerika. Weil du kannst ja hier trotzdem auch eine Hershey-Schokolade kaufen, aber die ist dann vielleicht anders produziert oder anders abgefüllt oder anders Wasser dran. Ich finde es aber auch immer gut, dass für den deutschen Markt halt nochmal so andere Aufkleber drauf gemacht werden müssen. Ich liebe die. Also es ist auch der Recycle, das ist draufgeklebt. Aber so ein bisschen, also es ist eigentlich nur süß. Ich wüsste gar nicht, was ich da noch so für eine Geschmacksrichtung reininterpretiere, außer süß. Ich habe das schon mal getrunken. Also für mich als Wassertrinker ist, also... Ist heftig, ne? Ich glaube, Zucker ist das. Das ist ja wirklich, also der Geschmack ist, ihr habt vollkommen recht, der Geschmack ist nur süß. Ich schmecke es aber auch so ein bisschen, als wenn du an so einen Zuckerblock lutschst. Ist so sehr süß. Mit ein bisschen Aroma, mit grünen Gummibärchen reingerutscht. Aber ist auch ein bisschen geil. Aber könntest du so eine ganze Dose davon trinken? Ja, mit Eiswürfeln, na klar, let's go. Aber mit Eiswürfeln ist natürlich so. Also ich spüre es jetzt schon auf den Zähnen, habe ich das Gefühl. Ja. Ihr seid Eisweicheier. Oh ja, das ist echt widerlich. Für mich wäre das ein klares C. Ein C. Also ich sehe es im B drin. Für mich ist es auch eine C. C bin ich fein mit, tatsächlich. Ich sehe es beim B, aber es ist in Ordnung. Ich bin einfach vielleicht ein bisschen abgehärtet. Da zählt meistens die Mehrheit. Nur süß. Nur süß, kein Geschmack. Nur süß, kein Geschmack. Aber was, wenn jetzt was Salziges auf dieses Tier kommt?
Dann machen wir noch eins. Okay, perfekt. Bei der Völkerverständigung, die Brezeln, natürlich was typisch Deutsches, aber hier sind Peanut Butter Chocolate Pretzels. Flavor-coated ist auch immer wichtig. Einfach so eine Erdnussbutter-Nutella-Kombi kann schon hitten. Ja, aber Nutella fehlt halt jetzt in dem ja. Fall. Boah, ne? Ja, es riecht nur nach Erdnuss. Einfach ja. Rein, Leute. Holy. Okay. Uah. Das ist eklig. Kennt ihr das, wenn man so ein Glas öffnet und da sind Erdnüsse drin, die sind drüber? Da ich das auch spucke. So abgelaufene Erdnüsse? Ja. Das sind alte Brezeln, die es bei uns vielleicht nicht mehr verkaufen durften. Ja, ich glaube auch. Rübergeschippt haben. Es ist auch wieder so süß, ne? Im ja, aber genau, jetzt, also aber genau das, was Anne beschreibt, ist es, das sind hier abgelaufene Brezeln. Die wurden dann nach Amerika geschippt, aber mit so einem Fischerboot, also das ist schon ja. Ein paar Wochen dauert. Die haben wahrscheinlich nebenbei noch ein paar Krabben gefangen. Und dann haben sie da Erdnussbutter drüber gemacht und das wieder zurückgeschickt. Ich möchte das nicht great again. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte, dass das eliminiert wird, dass das verbrannt wird, ich würde dass auch das vernichtet wird. Nach ganz nein, unten. Nein. Ganz unten kommt dann der Müll. Achso, ihr wollt das wirklich aufs letzte Tier? Ja. Ja. Das ist spannend. Also zwei. Schlimm. Ich zwei aufs letzte Tier. Warte, jetzt nehmt mal hypothetisch an, ihr beißt gleich in diese Sauergurke. Und ich glaube wirklich, das ist gleich schlecht. Das Ding ist, also für mich persönlich, ich. Also du bist an der Sache dran. Nee, ich finde, ich glaube. Weil wenn ich jetzt müsste, würde ich die jetzt essen. So, ich jetzt bin so, okay, ich habe Hunger, so, ach du Scheiße. Bin ich voll nämlich beide. Ich bin nämlich auch so und ich denke mir so, aber wenn ich nichts anderes da habe, dann baller ich mir davon aber drei, vier Knoblauch rein. Knoblauch kann Sachen gut machen. Das ist eine und abgepackte das dann Sauergurke. Brezel, Erdnussbutter, Snacks könnten geiler sein, das war es nicht. Du reitest uns tatsächlich in die Hölle. Diese drei gehören zusammen, also die werden gemeinsam geratet. Wir haben nur drei Sorten reingegönnt. Warum was haben wir denn für Sorten? Erzähl mal, Paul, was haben wir denn? Wir haben einmal Garlic Joe. Warum trieft er denn so mit Schleim? Hot Mama. Pack die mal einfach daneben. Und wir haben Big Papa. Sind das richtige saure Gurken oder sind das Gummibärchen? Nein, das sind, glaube ich, richtige saure Gurken. Guck's dir an. Ich sehe halt wirklich so einen Typen aus dem Walmart rauslaufen mit so einem Ding ja. Und in seinen Truck einsteigen ja. Und während er so die Tür halb offen hat, scheiße an so eine Sauergurke rein. Also das Ding ist, ich mag saure Gurken. Olli hasst sie. Ja, ich mag die ja nicht auch. Ich hasse, also saure, frische Gurken ja, saure Gurken nein. Ich kann da so ein Glas wegsnacken. Ich hab auch so Angst, Mann. Ich bin voll bei dir. Ich hab so Schiss vor dem Geruch, der da jetzt rauskommt. Ich hab viel mehr Schiss vor den Flecken, die jetzt da. Er geht da mit den Fingern rein. Zeig mal bitte, wie die. Brother, Es ist eine saure Gurke. Sieht aus wie ein hässlicher Bonus. Ey, die riechen 1:1 wie die Cheeseburger-saure Gurken bei Mc's. Okay, der Geschmack... Da hast du völlig recht. 1:1. Das riecht wie ein Cheeseburger bei Mc's. True. Ich finde es so widerlich. Nee, also ist jetzt nicht schlimm, aber ist auch nicht schlimm. Was? Echt übel nicht? Salzig, ist eigentlich geil. Ja, da ist so ein künstlicher Geschmack bei. Ich habe mir jetzt einfach einen McDonald's-Cheeseburger vorgestellt, als ich hingegessen habe. Das war gar nicht so schlimm. Ja, aber so, ich bestelle einen McDonald's-Cheeseburger ohne Gurken. Das wurde richtig sauer zwischendrin. Was ist denn mit dir? Wie viel, dass du das trinkst, Olli? Boah, ein Big Mac. Deine Firmenanteile. Oh, mit dem Cheese-Snack zusammen. Okay, okay. Okay, ja, jetzt ist was dran vielleicht. Ich glaube, das könnte funktionieren. Geh mal rein da. Das könnte der Zunge schmecken und dem Magen auch, glaube ich. Dem Magen? Mein Magen hat es jetzt schon... Es wurde schlimmer. Meinst du, die hat Alter, so ein Meeting? Alter, Hot Mama ist noch dicker. Oh mein Gott. Die riecht eklig. Die riecht ja noch schlimmer. Stellt euch den Cheeseburger vor. Die ist aber scharf. Die scharf, das ist Hot Mama. Hot Spicy. Oh, die ist besser als die andere. Was ist mit... So schlimm ist jetzt nicht wirklich. Die schmeckt scheiße. Die ist überhaupt nicht lecker, aber... Also die Schärfe ist nur auf der Zunge. Die geht ja. Nicht mit runter. Das ja. Ist wirklich so eine lusche Schärfe. Und der Rest schmeckt genauso wie Hot Daddy. Es ist widerlich. Viel zu sauer, viel zu scharf, viel zu salzig. Und dann schmeckt es nicht mal nach saurer Gurke. Ich möchte den oder nicht. Dill oder so. Es schmeckt einfach nur nach Plastik oder so. Das ist die Knoblauch. Der gönnt aber auch den Knoblauch. Okay. Der jetzt könnte es bei mir vielleicht auch vorbei sein. Der gönnt richtig den Gott. Knoblauch. Ich mochte mal so. Ich war so kurz vor Würgen. Und er hat's geschafft, nochmal eine Prise draufzulegen. Da geh doch nach Hause. der Boy will gönnen. Warum hast was du was ist das eigentlich? Denn hier? Ich esse das nicht auf, das kommt aus der Hölle. Du sagst, die Schärfe kommt nicht, weil du nichts gegessen hast davon. Die Schärfe kommt doch nicht, weil das Saure komplett überwiegt. Ich hab sonst nicht so ein Problem mit Sauerkeit, aber das ist du halt guck, ja, dann isst du das, Paul, alles gut. Ja. Nee.
Liebe Grüße gehen raus an unseren Cutter Tony. Kannst du vielleicht kurz einmal so mit Schwarz-Weiß gegenschneiden, wie Anne sich gefreut hat am Anfang? Also das Ding ist, ich mag saure Gurken. Ich kann da so ein Glas wegsnacken. Bevor wir die erste ausgepackt haben und sagten, ich mag saure Gurken. So, Anne, das ist jetzt dein Stück, damit du mal hier ein bisschen klar machst, wie es eigentlich läuft beim XXL-Test. Wir sind verheiratet, Schatz. Man teilt alles in Man der Ehe, teilt ne? Alles. Das ist gar nicht. Aber verbrennt das. Vielleicht mit ein bisschen Bata Blast gegen spüren. Ey, der Blast ist gut dagegen. Ich konnte auch nicht. Meine Initialreaktion war raus. Dafür muss die Kategorie töten. Ich hab's gesagt. Verbrennen. Bitte du hast verbrennen. Vollkommen recht. Freunde, wenn ihr nicht müsst. Macht's nicht. Das geht aber nicht. Ich sehe das, ganz ehrlich, wenn ihr einen besten Freund habt, mit dem ihr euch irgendwie anlegen wollt in der Wette, macht das. Ihr gewinnt. Barbie Quinn with my honey truffle. Was? Also mit Honig drin. Nicki Minaj Barbecue with my honey truffle. Ja, von Nicki Minaj essen wir jetzt da, was? Ihren Arsch. Ja. Schatz, ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass du gerade einen Trüffelsnack gewählt hast. Oh nein. Och, es ist nee. Trüffel. Es ist Gourmet-Popcorn. Ich hasse Trüffel, weil wir hatten uns einmal Trüffelchips geholt und seitdem konnte ich nie wieder mit Trüffeln irgendwas anfangen. Ich glaube, das macht es jetzt nicht besser. Uah, der Barbecue-Geschmack ist ja widerlich. Ich schmecke so ein bisschen, als wenn der über Paprikapulver gerollt ist. Ja, genau. Ist. Hm? Weißt du, warum ich das erinnere? Kennt ihr diese volle Kanne Barbecue, meine. Diese Speckschwarten-Snacks? Das ist so, als wenn die so, du hast eine Party gefeiert, Kindergeburtstag, und am nächsten Tag gehst du raus, um so die Schüsseln und Teller wegzuräumen, und dann denkst du dir so, ach, ich gönn mir noch mal einen. Aber das ist genau das. Take advantage of every moment in your life. Ja. Mhm. Ich finde die ähnlich scheiße wie die Brezeln. Ich finde die auch scheiße, also braucht man nicht, will ja, ich ist, nicht. Da also, habe ich zehnmal geileres Popcorn. Ich finde die nicht so schlimm wie die Brezeln, das ist so, die sind da. Ich finde die auch nicht so schlimm, aber es ist auch, also ich würde, es also ist... Also wir können die auf B packen, aber... Was? Nein, dafür sind sie zu schlecht. Also sie lösen mir nichts aus, von daher kann man B geben. Ich find, es passt tatsächlich zu Make Snacks Great Again, weil das, die Idee dahinter ist ja erstmal nicht... verkehrt. Ich glaube, das hätte Potenzial, wenn man es gut gemacht hätte. Das Ding ist so, bei Max Next Great Again dachte ich mir so, uah, und hier habe ich gar keine Emotionen für. Das ist halt da und dem gehe ich aus dem Weg. Okay. Ja, richtig. Dann ist das jetzt das emotionslose Tier. Ja. Ja, das so, ja das bin ich auch. So. Ist okay. Guys, wir haben noch viel zu viel da unten auf der Liste, das ist nicht gut. Snickers Butterscotch. Butterscotch ist dieses, sind diese dickeren Butterkekse, ne? So. Ja, ich glaube, der könnte richtig geil werden. Mhm. Oh, mein Magen ist so enttäuscht von mir. Der hat seit 1,5 Stunden Hunger. Jetzt gebe ich ihm so eine Kacke, wirklich. Ja. Der ist so, was ist falsch mit dir, Mann? Wenigstens, gib mir wenigstens. Das riecht nach Karamell. Das riecht voll ihr nach werdet Karamell. Das vielleicht nicht nachvollziehen können, aber für Paul und mich ist das ein ganz wichtiger Moment, ja, weil wir das schon ungefähr 10-mal hinter uns haben. Genau dieses Gefühl. Und zu sehen, dass es anderen Menschen auch so geht. Mhm. Es hat auch was. Prost. Also, oh, es riecht aber krass. Das riecht wie ein alkoholisches Getränk. Mhm. Boah, das ist... Mhm. Oh, das ist übrigens, oh, sorry, da klebt sie das Arschloch zu, wirklich. Ist auch nur Butterscotch-Aroma. Also, ich bin eine Frau, ich habe einmal im Monat Gelüste. Das brauche ich genau dann. Echt? Ja, das also, würde mich richtig das hat machen. Auf 100 Gramm auch nur entspannte 32,5 Gramm. <oder? lacht> Also der ist so richtig... Ja, aber wo kommt das jetzt hin? Ist das nur süß, kein Geschmack? Oder ist das A? Ich Weil woanders das, geht nicht. Ich finde das Wir können A. immer noch Tiers erfinden. Also A ist okay, finde ich. Es ist halt einfach... Es ist nett. Ja. Ja, dann nenn das ist nett. Können wir zwischendurch Toilettenpause machen einfach? Nee. Scheiße. Nee, deswegen essen wir das ja, damit das Arschloch okay. zuklebt. Das war der Butterscotch. Ist nett. Kannst auch einen Witz machen und noch ein S und ein T ranhängen und dann ist nett. Das Hot Chili Pepper Artificially Flavored Tortilla Chips. Die sind einfach blau eingefärbt, sollen wohl scharf sein. Das sind so wie gerollte Nachos. Einfach nur. Und die glänzen wohl dadurch, dass sie sehr überwürzt sind. Also die sind wohl sehr doll gewürzt. Bruder, ist das blau da ist drin? Ist das eigentlich, wenn man zu viel davon isst? Das sieht aus, als ob ich Schlümpfe und esse. Zu viel Lebensmittelfarbe hat, dann pinkelt man auch blau, oder? Das könnte passieren. Ich hab mir ein Stück abgebrochen. Bitte. Ich will nicht scharf. Paul, wir alle. Nee. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ey, jetzt zwing mich nicht, nachdem deine Frau die halbe Gurke weggeschmissen hat. Die halbe Gurke, du hast eine Fingerspitze genommen. Prösterchen. Bäh. Warum ist denn da Toilettenreiniger mittendrin? Warum muss das so sauer gleichzeitig sein? Mhm. Ja, die haben Schärfe und sauer verwischt. Also ich finde sie ganz nett. Ich glaube wirklich mit Sprühkäse in Kombination wäre das ganz nett. Was? Oh, sind die scharf. Ich würde, also an sich würde ich noch einen essen, aber ich will meinen Magen jetzt schon.
Wieso seid ihr so? Also ich bin biased, weil ich mag salziges nicht lieber als süße. Deswegen wäre der für mich ist nett. Ja, ich bin auch bei ist nett. Ja. Er ist mir ein Ticken zu scharf, aber er ist eigentlich ganz nett. Aber vor Snickers auf jeden Fall. Für mich ist er verbrennen. Weil du fandest den ist nett. Möchtest du ich würde davon, wenn die nicht so doll scharf wären, würde ich davon... Ja, aber sie sind so doll scharf. Du kannst nicht sagen, aber wenn sie nicht so wären. Aber nach dem ersten ist auch nicht mehr so schlimm. Der kontert gut. Ihr seid alle drei widerlich. Was haben wir da? Wir gehen rein in die Mr. Beast. Oh, Schokolade ist ein guter Call. Danke, Paul. Ist ja winzig. Feastables ja, Mr. Beast ich Schokolade. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so ein Probierding. In Amerika ist doch alles so riesig. Wieso ist das so klein? Oh mein Gott. Also wer dachte, dass 32% Zucker viel ist? Das ist Schokolade, ne? Es ist einfach 43,4 Gramm. Die Hälfte ist Zucker. Ich glaube, was mir hier zugute kommt, ist, dass ich den Carrot Cake liebe mit dem Icing drauf, der pro Quadratzentimeter 1000 Kalorien hat. Dass ich ein bisschen mehr durchhalte als ihr. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. An der Stelle, Freunde, können wir übrigens sagen, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir die Schokolade hier in dem XXL-Test sehen. Wir haben nämlich schon einen weiteren Test in Vorbereitung, wo wir Influencer-Produkte testen. Oh. Und da wird das mit dabei sein und da werden wir uns alle Influencer-Produkte schnappen, die es gibt. Okay. Rein wir. Erstmal gut. Das ist alte Schokolade. Das sind die Billig-Weihnachtsmänner. Ja. Der Schmelz ist halt auch so dieses, nicht so dieses feincremige, sondern so leicht kriselig schon fast. Ne? Ich habe richtig Bock, mir ein paar Lindt-Tafeln zu nehmen, in die USA zu fliegen und ein Schoko-Imperium aufzubauen. Und zwar innerhalb von einer Woche. Also wenn das schlechter ist als eure Takis. Ist es. Ja, ist es. Was? Also pure Schokolade ist halt das Langweiligste, was es gibt. Ja, das ist halt wirklich, das ist die Osterschokolade, die du einen Monat später noch findest irgendwo. Das würde ich halt essen, im Gegensatz zu allem, was sonst da ist bisher. Ja, dann machen wir emotionslos, okay. Dann treffen wir uns in der Mitte. Wieso treffen wir uns denn da in der Mitte? Marco, was hast du? Ich sehe es nicht auf ist nett, weil ich würde es nicht so essen. Okay, dann... Aber diesen Snickers-Riegel lieber? Ja. Nee, honestly, da hast du einen Punkt. Den würde ich wahrscheinlich auch auf nur süß keinen Geschmack packen eigentlich. Es sind verschiedene Sorten. Die sind ja riesig. Ja. Oh, müssen wir alle Sorten durchprobieren? Nein. Jeder darf sich eine Sorte aussuchen. 80 Stück da drin. Traube, Kirsche, Melone, Heidelbeere, Orange und Fragezeichen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen alle ein Fragezeichen, oder? White Mystery. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch im Karneval als Kamelle werfen würde. Was ist bei denen schiefgelaufen? Die sehen aus wie so ein Zahnarzt-Snack, finde ich. Ja, das ist warum ist es eine valide Marketing-Taktik, draufzuschreiben, dass das künstliche Flavor ist? Was ist das denn? Das ist einfach Wachs oder was? Es ist White Mystery. Das riecht mal ganz nett. Oh mein Gott, es klebt sofort. Oh, okay. Cowboy Monks bin ich Fan. Oh, hart. Aber geil. Ich hab Orange. Kennt man auch. Es ist grisseliger Cowbonbon. Also er ist wirklich leider griselig. Das ist wie eine Mischung aus einem Kaugummi und einem Kaubonbon. Das schmeckt wieder mal alt. Ja. Aber wenn man wissen will, wie guter Kaubonbon geht oder was guter Kaubonbon ist, dann schaut unseren XXL Kaubonbon-Test. Ihr wisst ja, die ersten Zutaten sind die, die am häufigsten drin sind. Wir haben Zucker, Corn Syrup, Maltodextrin, Dextrose, modifizierte Stärke, Palmöl. Oh Gott. Und Geschmacksstoff. Das ist alles. Es Zucker, ist nur Zucker, künstlich. Zucker, Stärke, Zucker, Maiszucker und... Ja, und ich wusste nicht, dass Kaubonbons alt werden können, aber sie sind alt. Du bist alt. Kaust ein bisschen, das macht Spaß, war nett, ganz sauer, aber... Für mich ist das zwischen D und F. Also man könnte das nochmal gut machen. C ist jetzt emotionslos. Ja. Ja, das ist schon ein safes D, oder? Ja, auch dabei. Weiß nicht, wer da Luft im Kopf hatte, als er sich gedacht hat, dass diesen Snack mal machen. Luftlos, lustlos. Setzt bei euch auch schon so dieses Unglück ein? Nö. Weil in Sauergurken eingesetzt. Ja. Ich esse zwischendurch immer ein paar Käseflips und es geht wieder. Vor allem, wir haben erst ein Drittel geschafft. Kennt ihr Dr. Pepper Vanillekirche? Das ist richtig lecker. Ich habe noch nie Dr. Pepper Ich bin getrunken. Eigentlich gar kein Fan von Dr. Pepper, weil ich finde, Zimt und Cola haben nichts miteinander zu tun. Ich habe es noch nie getrunken, also ich habe keine Ahnung. Es ist viel dunkler, als Erdbeere sein sollte. Hierhin. Warum so viel? Warum ist Erdbeere so dunkel? Ja, weil es Cola ist. Also es riecht nach Erdbeere. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hä, warum riecht denn das so intensiv? Crazy. Es riecht intensiver, als es schmeckt. Ich wollte gerade sagen, das ist wie Tee. Schmeckt nach nichts gefühlt. Hä, das schmeckt nach schwarzem Tee. Du hast völlig recht. Hat auch nur 11 Gramm Zucker. Schwarzer Tee mit Kohlensäure. Also ich habe noch nie so eine große Geruchsgeschmacksschere gehabt in meinem Leben, glaube ich. Also ich finde es lecker. Echt? Wäre ich da voll dabei, wenn ich irgendwie abends zocke oder sowas, dann würde ich mir davon eine Dose reinpfeffern. Ich wäre halt für ein klares A. Hand hoch für besser als Mountain Dew? Ja. Schlechter als Mountain Dew? Gleichwertig?
Mhm. Können wir eine Kategorie machen, Animax? Wie ihr es besser findet und wir es schlechter finden, dann ist es ein D. Ist einfach so. Only 40p, Freunde. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Fett? Fett? Oh, es sind so kleine Alien-Köpfe. Achso, echt? Zeig mal. So Pombeeren-mäßig, ja? Oder was? Zeig mal der Kamera. Habe ich überhaupt nicht erwartet. Was ist das? Okay. Du hast dir die Gurkensaft gepackt, Mann. Nein, ich hab's daneben. Es war daneben. Den kannst du essen. Der sieht voll unglücklich aus. Ja. Der riecht aber total ranzig. Der riecht nicht gut. Er riecht wie ranziges Fett, ja. Also angelutscht schmeckt er gut. Oh. Ja, aber es ist eine klare Aufwärtsbewegung. Mhm. Ja, ich muss bisher sagen, die amerikanischen Snacks können die Crunch ganz gut, ne? Oh, der Abgang ist gut. Darf ich noch einen? Ja, klar. Für mich wäre es ein emotionslos. Wie haben es denn jetzt hier die American? Wie haben es denn die Käse-Crunch? Ja, oder vielleicht so auf A. Auf A, ja. Ja, ja, ich bin. Oh, also auf A sehe ich es nicht. Doch. Ich will das dann gleich bleiben mit dem Snickers. Was? Der Snickers war kacke. Aber fandst du die Takis besser? Ich fand's eigentlich gleich. Die Takis waren sehr intensiv, der ist jetzt weniger intensiv. Wenn die beiden Kinder machen würden, dann wär's geil. Wir haben jetzt dreimal A, einmal C. Das überstimmt dich leider. Leider, mit Recht. Haben wir hier den fleischigen Pombeer-Verschnitt. Dass der auf America Fuck Yeah gelandet ist. Das sind Gummibären mit Schokolade überzogen. Scheiße, Mann. Das ist mir zu viel Coprophilie hier am Start. Ich wette, die Schokolade außenrum ist auch wahrscheinlich ranzig. Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Die Schokolade außenrum ist ranzig. Warte mal, sind es Gummibärchen in Schokolade? Ja. Hä? Das habe ich gesagt. Auf so eine Idee kommen auch nur die Amis, oder? Ja. Also wir haben Gummibärchen, lass doch Schokolade drüber machen. Das sieht nicht mal aus. Danke, Domo. Ich danke dir so sehr. Das sieht nicht mal aus wie ein fröhliches Gummibärchen. Das ist ein... Bitte hilf mir. Verbrenn mich. Das riecht wie Erfrischungsstäbchen. Ich habe ein grünes Gummibärchen drunter, ist wenigstens etwas. Also, ich sage eine Sache. Konsistenzmäßig finde ich es spannend. Also, es gibt halt kein individuelles Element, das hier widerlich ist, aber zusammen ist das einfach... Es passt halt einfach gar nicht zusammen. Erinnert, kennt ihr diese... Ja, da geht's dir gut. Ja, der Pineapple übrigens. So kleine Trauben mit Schokolade überzogen? Ja. Von der Konsistenz ist es das? Ja, das finde ich eigentlich ganz chillig, aber... Aber der Gummibärchen-Geschmack ist ja wohl... Das ergibt keinen Sinn. Arsch. Das sind so Dinge, die nicht existieren sollten. Das ist einfach widerlich. Ja, honestly, das ist Max Next Girl. Ja, das ist Max Next Girl, gerne. Auf jeden Fall. Das verbrennen nicht. Die Gurken haben auf jeden Fall einen eigenen Platz hier verdient, aber das ist bodenlos. Das ist bodenlos. Snowballs haben wir auch. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Das hat mich auch schon sehr gefreut. Dahin bitte. Für diejenigen, die es nicht kennen, Twinkies gehören zu dem Film Zombieland, zum ersten Teil. Das ist die Süßigkeit. Gab es vorher schon, um ehrlich zu sein. Ja, aber sie gehören dazu. Du wirst einen Zuckerschock bekommen. Ich liebe es wirklich. Ihr könnt euch gerne einteilen. Ich nehme den ganzen. Okay, das sind Twinkies, Freunde. Sieht eher aus wie eine große frittierte Kartoffel. Ja, das sieht alles nicht echt aus. Ja, gut. Riecht aber ganz nett. Ich hatte ein bisschen Mischnitte-Vibes. Ich hatte die zu unserer letzten Pen & Paper Session geholt. Wir haben alle aufgegessen. Also auch hier wieder viel zu süß. Ja. Der wäre 10-mal geiler, wenn er nur halb so süß wäre, aber ich check den. Mhm. Was? Der kann sein, weil ich nur das Mittelstück hatte, aber ich habe nur Zucker im Mund gehabt. Es ist super süß. Es ist viel. Aber ich hatte, also wahrscheinlich fehlte mir ein Stück Brot, weil ihr hattet ja die Kanten. Brot? Naja, was auch immer. Ja, also, boah. A, I guess. Ja, für mich war das. Für mich ist das auch zwischen A und B. Ich kaufe die auch so zwischendrin und die sind scheiß teuer. Ganz oben. Ich liebe die. Aber ich fand das Stück, was ich hatte. Okay, du sagst ganz unten, ganz oben. Das heißt, ihr cancelt euch aus und wir beide waren bei A. Also Twinkies. Allein schon aufgrund des Kultstatuses, glaube ich, eine der bekanntesten Süßigkeiten aus Amerika. Wenn es dir jetzt schon so geht, bin ich gespannt, wie du die Snowballs findest. Boah. Aber die sind mit Kokos, ne? Ja. Ja, Kokos mag ich. So, Freunde, wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Wir machen kurz einmal Magen auspumpen. Boah. 20 Minuten später. Freunde, wir sind zurück. Wir haben uns einmal kurz das alles durch den Kopf gehen lassen. Ey. Und festgestellt, wird nicht besser. Also machen wir jetzt weiter. Ja, wir haben Fehler, haben wir begangen. Oh, hinten sind ein paar Snoop Facts. OG Barbecue Cheddar. Cheese Puffs. Ach, schon wieder. Juhu. Ist auch gar nicht gefotoshoppt am Ende so. Ne? Auch wieder so riesige Teile. Ui. Und die sind käseintensiver. Ja, die werden nicht so wie die anderen schmecken. Die sind mein... Oh. Ich find's eklig. Die haben so... Mit langen Tagen Snoop Dogg-Fragen. Ja. Ja. Oh. Oh. Never mind.
Überraschend. Ja. Die sind süß. Die sind süß, ne? Mhm. Aber irgendwie ganz geil. Ist ja so Barbecue. Ich bin auch erschrocken. Also ich glaube, die werden so auf Masse gesehen, werden die mir zu doll süß. Mhm. Also Top of A Tier, hätte ich gesagt. Ja, bin ich bei dir. Ja, die können von mir aus auch also, auf A. Ich würde es emotionslos machen. In mir lösen die nichts aus. Aber wir haben dreimal A. Aber die anderen lösen sehr viel Freude in mir aus. Also, weißt du, was geil ist, glaube ich, wenn du dir zwei Schüsseln davon fertig machst und du snackst drei von den anderen und einen von denen. Du bist auch so ein Mensch, der süßes und salziges Popcorn mischt, um den Kick zu haben. Boah. Geil. Dreimal A. Dog. Snoop Dogg, da ist er. Limited Edition. Space Dunk. Dumm, Mann. Hoffentlich kein Space Junk. Limited Edition Cosmic Cream. Boah. Oh mein Gott. Die sehen aber geil aus. Ich möchte das ihn gern durchbrechen. Geil. Nee. Wer teilt sich einen mit mir? Zeig mal die Kamera, das muss man mal den Leuten hier mal zeigen. Schaut mal bitte, wie abgespaced. Riecht als ersten geil. Sehen die denn aus? Aber der hat nur eine Schicht drin. Nee. Ich habe keine pinke, oder? Doch, da unten, da ist ganz leicht pink. Wir machen die, schrauben die auseinander. Ihr könnt das Filling nochmal sehen. Okay, einfach nur Zucker. Oh mein Gott, da ist Knusper drin. Ja. Oh, wie cool ist das denn? Das knuspert in meinem Mund. Ja, das ist dieses Britzelpulver, ja. Ich finde, es schmeckt einfach gar nicht gut. Oh mein Überhaupt Gott. Überhaupt nicht. Das ist bei mir ganz oben mit neben den Käsemoppets. Ich verstehe deine Gehirnverbindung nicht. Ich glaube, Annes Zuckerbedarf ist einfach anders. Vielleicht kommt Anne auch eigentlich aus der Hohlerde. D. Ja, zwischen D und Echt? C. Ja. Really? Also ich sehe die auf ganz oben. Ja, ist schwierig. Ja, ist genau dazwischen, aber ja. Ist mir vollkommen Pack egal. Sind da die da passen sie farblich. Das ist sowieso egal, weil... Dass das besser bewertet wird als die Schokolade. Ja, weil die Schokolade so nach Alt schmeckt. Lächerlich von euch. Die schmeckt wirklich, ja nicht alt, die hat noch Leben drin, die knuspert noch in deinem Mund. Nichts hat da Leben. KitKat in Japan übrigens gibt es 1 Milliarde verschiedene Sorten. What? In Amerika auch Birthday Cake. Das ja, KitKat ist bei den Riesendingen. Genau. Es gibt so viele Sorten. Also Birthday-Sachen gibt es ganz viele, auch von Oreo und Co. Und die sind alle immer gleich. Natürlich nicht, weil dieser scheiß Aufkleber drauf ist. Jetzt nicht, du redest Nein, nicht über meine Aussprache, die? Oder? Nein, weil Paul einfach die KitKat gerade zerstört hat. Hä? Nein, ihr habt die ganz normal da gebrochen, wo man sie bricht. Das macht man doch, das ist eine Sollbruchstelle. Ja, aber es hat ja nicht geklappt. So sieht das aus. Er hat halt einfach Sprinkles drin. Das ist weiße Schokolade, KitKat. Aber wenn das jetzt wieder knistert in meinem Mund, wirklich. Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist nur süß. Es ist nur süß. Ja, es ist ja auch weiße Schokolade. Mhm. Aber. Aber normalerweise schmeckt weiße Schokolade geiler. Nee. Auch alt, doch. Normalerweise schmeckt weiße Schokolade geiler. Das Problem ist, ich glaube wirklich, die Sachen, die wir hier bekommen haben, sind alle einfach kurz vorm Ablaufdatum. Bisschen überlagert auch. Mhm. Aber es schmeckt auch so nach Geburtstagskuchen. Ja, ne, das ist wirklich ein Ding. Es gibt halt viele. Hat so ein bisschen also von was Oreo von einer so Benjamin-Blümchen-Torte. Hm? Aber richtig scheiße. Ich hatte noch nie eine Benjamin-Blümchen-Torte. Also, wenn ich jetzt das eine sortieren soll, den Rest wäre es am oberen Ende von Zimotionslos. Ja, ja. Sehe ich. Also noch vor dem Popcorn. Ja, genau. Ja, okay, dann machen wir das so. Paul? Ja, ist mir egal. Ey, ihr habt mich bei der Schokolade verloren. Twizzlers. Twizzlers, was auch immer das ist. Pull and Peel. Twizzlers sind eine ganz spezielle Sache. Die sind in Amerika total beliebt. Du kannst sie im Gesamten essen oder die Einzelschnüre daraus. Mm. Wenn die schmecken würden, wie die riechen, wären Twizzlers mein wirklich Gott. Das sind einfach Gummiseile sozusagen. Hier. Der riecht, danke, der riecht wie der Schuppa Schups. Klebrig ist der. Dings. Du bist ja so klebrig. Du kannst ihn einfach in der Mitte zerreißen, ne? Oh, hier. Die riechen wirklich sehr krass. Die riechen wie die Schuppa Schups Lutscher. Warte mal, warum habe ich ein... Hier ist das Problem, was ich bei Twizzlers nicht mag. Das ist klebrig. Das hat diesen Lakritze-Einschlag, finde ich. Ja, wirklich. Ne? Oh. Bäh. Nee. Bäh. Ist das... Das ist ja nur Chemie. Ist ja Zimt. Na, die müssten ein bisschen härter sein. Ich bin Gummibärchen-Hart-Fraktion. Wenn die ein bisschen härter wären, die wären gehen sie gar geiler. Nicht. Nee, fühle ich auch gar nicht. Also ich glaube, wenn das härter wäre... Wär's geiler. Also für mich ist Make Snacks Great Again. Ja, Twizzlers geht, geht tausendmal geiler. Ich bin komisch. Ich esse auch Pudding mit Pelle. Meine Gummibärchen esse ich hart. Aber das ist ja vernünftig. Das ist das Ding, da bestimme ich mir mit beiden mit überein. Aber dann willst du die da einfach wieder essen, wenn sie ein bisschen härter werden. Also Twizzler, nicht so Rizzler. Boah, ich gehe erstmal ins Krankenhaus, dann lass mir den Magen auspumpen. Wir sind uns schon einig hier, oder? Ja, ganz am Ende bitte von ganz dem Tier. Ganz am Ende von Echt? Von nee, Snacks vor diesen Gummibärchen. Also ich bin kurz davor, die zu verbrennen, aber ja. Ich habe Angst, dass die Dämpfe dann irgendjemandem schaden. Weit weg ist das nicht von Verbrennen, ja. Das ist ganz nah an Verbrennen. Also ich sehe die eindeutig vor den Gummibärchen. Also eigentlich hüpfen die hier so rum, so bis nach hinten und sind hier schon so ein bisschen am rüberfallen. Ja, oh Gott, ich bin verbrannt. Sag mal, bin ich wirklich so schlimm, was meinen Geschmack angeht? Ja. Also, speziell, du hast einen eigenen Geschmack. Das macht dich zu was Besonderem. Ich sag auch immer zu meinem Chat, dass er besonders ist, das ist aber nicht gut.
Ist das blaue Gatorade? Ja, ja. Oh, ich hab so gehofft, dass du blaues Gatorade sagst. Mega. Ich hab da aber noch Dr. Pepper drin, was mach ich damit? Naja, scheiße, ich auch. Gatorade. Was ist das eigentlich? Cool Blue. Was ist Gatorade? Gatorade ist ein Sportgetränk da drüben auch, ja. Ein isotonisches. Aber ich glaube, das ist nicht so isotonisch. Also viel Glück, irgendwas in dieser Küche zu machen die nächsten 2 Tage. Die 3 Gurken lagen da jetzt 2 Stunden. Das riecht alles danach. Oh mein Gott. Es riecht nach Fanta. Das riecht überhaupt nicht nach Fanta. What the fuck? Wie kann man so viele Arten und Weisen Scheiße schmecken? Das riecht alt, das schmeckt alt. Brother, Oh, nee. Es schmeckt wie ein beschissenes Powerade. Ja. Ey, es tut mir leid, dass ich dich eingeladen habe. Lade mich nie wieder ein. Nee. Das nicht aus. Okay. Gatorade, mehr so get away. Boah, das ist legit. Das kannst nach hinten tun. Das kommt hinter die Twizzler sogar. Ja. Das kommt, ja. Was hast du verbrochen, dass du hier sitzt? Ich bin mit ihm verheiratet. Twizzlers Gummies. Oh nein, es tut mir so leid, Freunde. Sind gefüllt. Nee. Nein, es tut mir so leid. Nein, die sind mit Twizzler. Ich hab gedacht, das sind so Goldfische. Nein. Olli, Happy Hour heißt doch bestimmt, also ich muss noch fahren, ich kann leider nicht, das tut mir leid. Ich glaube, da ein bisschen, also Fahrtüchtigkeit ist beeinflusst davon. Ja. Toll, lies mal vor, was steht da genau drauf? Alter Schwede, wir haben einen neuen Highscore! 82,5% sind Kohlenhydrate und davon sind 60 Gramm auf 100 Gramm sind Zucker. Kann ich hier nur anlecken? Hä, die sind so, die fühlen sich an wie Tropi Frutti. Ja. Ja, riecht jetzt noch schön, du. Ja, das ist Tropi Frutti. Also habe ich schlimmer erwartet. Ja, okay, ist besser als die anderen Twizzlers, aber. Ist doch ran. Ist besser als die Twizzlers. Der spätere Geschmack ist kacke. Ja. Ist Pfirsich, aber sehr künstlich. Oh, es klebt so sehr. Klebt wie fick. Also ist eine D für mich. Das Problem ist, es hat so Nachgeschmack, es klebt in den Zähnen und ich habe jetzt noch was davon. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren die wie die Airheads. So, also das ist so für mich genau das Gleiche. So ein Cowboy-Bong, der ist einfach kacke. Ja. Die Airheads haben mich weniger gepeinigt. So, für mich sind die links von den Gummibärchen. Von denen hast du durch das Kleben noch mehr, deswegen ist es bäh. Zwischen D und Max und D und D und F oder D und E. Dann machen wir so. Hinter die Dr. Pepper. Hinter die Dr. Pepper, okay. Ich möchte Snowballs. Juhu. Okay. Einfach machen. Wie konnte er mit Süßen? War das nicht auch in Zombieland so, dass er am Ende... Wie kannst du noch Lust auf Süßes Hat er doch einen ganzen Transporter voll mit Snowballs gefunden, statt Twinkies, ne? War richtig angepisst. Ja. Heißt das, dass Snowballs beschissener sind als Twinkies? Ich finde Snowballs nicht so lecker. Wow, was ist das denn? Nee, den teilen würde ich 4. Kennt ihr die Snowballs nicht? Doch. Nee. Snowballs, ich glaube in Amerika ein echtes Ding. Schlag. Die sehen in der Packung echt, das ist eine 1:1 Abbildung. Wir haben XXL-Tests gemacht zu Sachen, die ich früher wirklich gerne konsumiert habe. Wie zum Beispiel, wenn ich einkaufen war, hole ich mir halt so einen Fertigkaffee, weißt du? So aus der Kühlung. Und dann haben wir mal einen Warum kannst du Sachen nicht festhalten? Tut mir so leid. Warum sieht das so aus? Kokos und Schokolade ist Warum ist das Gummi? Warum schmeckt Warum ist das Gummi? Das ist Marshmallow außenrum. Das ist Marshmallow, was hatte mit dem Kuchen. Die können League of Legends spielen gerade. Gefüllt mit Twinkies und dann außenrum in Kokos sich gewälzt hat. Das ist nicht ganz so schlimm wie die Gurken, das aber schmeckt es auch noch scheiße. Ich gehe einfach. Das ist widerlich. Es war noch nie so anstrengend, was zu essen. Ja, die werden verbrannt. Snowballs werden sowas für verbrannt. Nee, stopp. Bist also, du auch für verbrennen? Ich wär okay mit unterstes Tier in Makes Next Great Again. Weil ich muss nicht kotzen wie von den Gurken. Also, die waren schon schlimm, also, ja. Ich mag die und ich würde sie für mich persönlich halt, also für mich war ja ganz oben die Twinkies und die würde ich unter A einordnen. Was bitte, Anne? Mach du das. Wusstest vorher, dass ich so bin, bevor du mich geheiratet ja, hast. Ja, ich weiß, aber ich... Okay, dann aber ganz hinten. Ja, Anne rettet sie vor der Verbrennung. Ja, wir konnten mal wieder mit ein bisschen was Salzigen dazwischen. Pizza. Oh, Dieptischpizza. Kennt ihr Dieptischpizza? Nee. Ja, ist nicht geil. Das ist so völlig amerikanisch übertriebene, fette Pizza. Das ist Pizzakuchen. So dicker Teig und so wenig Beilage. Aber es ist family owned and enjoyed in USA. Dann auch so weicher Teig, weißt du? So. Warum sind denn die Flips bei denen so riesig? Aber der riecht so altbacken. Der riecht so wie so eine eingetrocknete Karatza. Brother, ja, das ist voll akkurat. Ja. Ja. Was? Ist okay. Nee. Ist okay, aber... Oh, der Nachgeschmack, da kommt so richtig Tomate hinterher.
Du weißt, wie ich zu Pringles Pizza stehe. Ach so, ja, stimmt. Oh, das ist eklig. Also das könnte ich halt wegsnacken. Also ich finde das eklig. Muss. Wenn es sein muss. Also ist halt bisher besser als alles, was auf der Liste ist. Ja, also, to be honest, wenn ich es so sehe, würde ich das auch auf A packen, aber es schmeckt trotzdem nicht gut. Eigentlich, wisst ihr, was wir eigentlich machen müssen? Also für mich, ich muss aber auch sagen, ich bin biased. Kartoffelchips und solche Sachen, die so nach Pizza schmecken, ekeln mich des Todes an. Ich habe von Pizza Pringles mal fast kotzen müssen. Ich finde Pizza Pringles gehen. Ich habe ein Problem mit Tomatensauce. Ich mag Tomatensauce nicht. Das schmeckt nach Tomatenmark. Ja, und das schmeckt halt so, als wenn du Tomatensauce ein bisschen halt so mit Marihuana. Ja. Gemixt hast. Genau. So schmeckt es. Das ist bar. Also es ist besser als alles in G auf jeden Fall. Eigentlich. True. Ja. Ihr sagt hier, ja. Naja, eigentlich sagen wir F, aber... Ich sag F sogar. Wir beide sind halt besser als alles in G. Ich wär hier. Ich wär dort auch. Ja, dann lass uns in H packen. Ist hier. Oh Gott. Cookies and Cream, Hershey's. Hershey's ist der Schokoladenhersteller drüben in Amerika. Es muss so traurig sein, in Amerika zu leben, ne? Ja. Überleg mal, wenn das ist, was du kriegst im Laden. Riecht ganz nett. Die riecht nicht schlecht, aber die soll echt scheiße schmecken. Die sieht aber hübsch aus. Habe ich auch gehört. Hershey's ist halt für Leute, die gute Schokolade schon mal gegessen haben, halt echt Müll. Oh, die ist lecker. Hä? Sie ist süß mit Knusper. Also sie ist richtig viel Zucker. Ich habe das Gefühl, die Amerikaner versuchen einfach, puren Zucker in möglichst viele unterschiedliche kreative Formen zu pressen. Braucht das einfach nicht in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, ich sehe Hershey's so hier irgendwo. Also ich würde sie in F einordnen, aber ich kann mich mit euch auch auf da oben? Promotionslos einigen. Okay, Paul, was hast du? Ey, für mich ist es scheiße. Wie nennst du das sonst jetzt? Harmotionslos. Okay, das war jetzt emotionslos. Ich hätte daraus auch das E, das neue E-Tier machen können, aber... Nee, unten. Ja. Ja. Da komm. Attacke. Nee. So, und jetzt wisst ihr nämlich, warum wir das bestellt haben. Das Ding ist, Ranch Dressing ist ja in Amerika so ein Riesending und Ranch ist deren Standard-Chips-Geschmack. Mhm. Bei uns ist ja Paprika und bei denen ist es Ranch. Das ist einfach so Sour Cream-mäßig halt. Und damit wir hier einen Vertreter... Wie kannst du dich nur freuen? Also es riecht so, als wenn es nicht nach viel schmeckt. Ah, die Migos sind da vorne drauf. Ja, bei mir ist schon schlaues Franchising. Ich finde es aber schön, dass die hier da drüben haben die Migos eigene Chips und hier muss ich mir das Bill Kaulitz-Menü bei McDonald's kaufen. Was sind Migos? Wer sind Migos? Sind Rapper. Die treten bei uns unter mit noch einem A vorne auf, die Amigos. Ach Mann. Oh, die sind lecker. Die riechen halt leider gammelig. Die riechen nicht gut. Halt wie Sour Cream Chips in Scheiße. Ja, die finde ich lecker. Ja, ist okay. Warum ist denn alles so intensiv bei denen? So doll. Also ich brauche sie überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Also es schmeckt nicht scheiße, aber das ist so, wenn das jetzt auf dem Tisch steht bei Freunden, greife ich höchstens ein zweites Mal zu. Ja, höchstens. Das war's. Also ich sehe ein stabiles G. Also für mich ist es zwischen Snoop Dogg und dem Alien. Ja. Also scheiße, aber es ist zwischen Snoop Dogg und dem Alien. Bei F? Ja, ich bin auch bei G tatsächlich. Ich sehe es bei G hinter den Takis. Ja. Dann bitte auch zu G, also nur um dagegen zu kämpfen. Okay, dann packen wir es jetzt zu den Takis. Ich hab richtig Bock auf Dr. Pepper Cotton Candy. Oh, ich krieg ganze Haut. Nee, hör doch auf, bitte. Meine Leute, falls ihr nicht wisst, was Cotton Candy ist. Da steht sogar drauf, the sweet taste of Dr. Pepper. Was ist Cotton Candy? Na, das ist Zuckerwatte. Oh, wie cool. Und falls ihr euch fragt, endlich mal. Es ist Zuckerwatte da drin. Ich verkaufe Zuckerwatte in der Tüte? Das ist richtig geil. Das ist viel zu hart. Es ist zu. Willst du auch nochmal anfassen? Fuck this shit, I'm out. Oh mein Gott! Oh, es ist eklig! Was ist das denn? Leute! Hä, was ist das? Das ist die Zuckerwatte! Hat er da Hackfleisch abgefüllt oder was? Ich hab ein Baby. Möchtest du ein. Nee, das sieht aus, als wenn es schimmelt. Das ist pelzig. Oh mein Gott, das fässt sich an wie Glaswolle. Das ist original Glaswolle. Ja, Zuckerwatte. Nee, das ist Glaswolle. Also das passt zu meinen Nägeln. Essen wir jetzt Asbestzeug oder so? Hast du noch nie Zuckerwatte in der Hand gehabt? Digga, doch, auf jeden Fall. Aber die ist nicht so dicht gepackt wie das hier. Naja. Das ist nicht Zuckerwatte, das ist eine Zuckermatte. Oh, das ist voll geil. Oh, lecker. Ich löse dir das in deinen Gatorade-Drink auf. Oh mein Gott, guck mal. Hey, es ist einfach, lol. Es ist aber jetzt mal unironisch. Wer
in his right mind steht vorm Süßigkeitenregal und denkt sich, das nehme ich jetzt mit. I don't get it. Nachdem ich das jetzt kenne, ja. Es schafft nicht, gegen Gatorade anzukommen. Es schmeckt immer noch genau wie vorher. Das bodenloseste und frechste eingepackt in der Süßigkeiten-Tüte, was ich erlebt habe. Damit würde ich mein Haus dämmen, aber nicht mich. Ja, aber da kommt ein Regentropfen drauf und deine gesamte Dämmung zieht sich zusammen einfach. Das war, da habt ihr recht. Hey, it's America, fuck yeah. Was? Klar. Das ist verarscht. Das ist Amerika. Ja, ich sehe das aber auch so. Das ist America, fühle ich eigentlich. okay, wo packen wir die Scheiße hin? Also ich sehe es auch mit ganz oben. Also ihr beide sagt ganz oben? Ja. Ihr verrückt. Wir beide waren ganz unten, oder? Also ich wäre eher so hier so. Aber ich muss mal ganz kurz Hände waschen. Ja, dann muss es aber auf F gehen fast. Ja, komm hinten ins F rein. Bouncers Glazed Chocolate Ding Dongs. Chocolate Ding Dongs. Oh, langsam bekomme ich aber einen Zuckerschock. Oh, jetzt. Oh, jetzt spüre ich die Süße. Seit der ersten Süße. 3 Esslöffel Zuckerwatte. Ziehst du? Ich halte. Das ist krümelt. Ist das jetzt nicht so hier? Zieh mal. Wir müssen das für die Leute. Guck mal, wie die aussehen. Die haben ein bisschen gelitten unterwegs. Ist das traurig. Oh Gott. Ich habe gerade meine Hände gewaschen. Wofür? Willst du ein Glas Ding Dong? Gefüllt. Ja, nein, ich will nicht, dass gefüllt ist. Komm, Mr. Glas Ding Dong. Ich gönn mich. Oh, das stimmt. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich auf Süßigkeiten rumkaue und ich merke, wie die Zuckerkristalle zerbrücken. Ja, Mann. Das ist echt krass, oder? Ist so ein bisschen. Hä? Das ist wie diese Fertig-Marmorkuchen, so, ne? Mhm. Ja, aber. Aber ein Scheiße. Und die Füllung in der Mitte ist nicht Kuchen, sondern Zucker. Alter, wie kann man sich denn freiwillig so eine Packung holen und dann schiebst du dir davon 3 rein? Ich bin richtig am Ende. Mein Magen sagt auch so. Bruder, bitte, schneide mich auf. Wir haben hier so ein paar Dinger. Anne, bitte hör auf. Sie ist einfach. Ich hab Angst um dein Leben. Wir haben hier ein paar mit Füllung drin. Und die sind echt lecker. Oh Gott. Also für mich wären die sind nicht so widerlich wie die Moment mal. Okay. Ja? Die waren halt purer Zucker, aber für mich sind die sogar, also die sind für mich links vom Mount, also so genau da an der Ecke. So hier, ne? Ja, auf jeden Fall vor dem Bubbleheads. Also für mich wären sie auf G, auf vorne G, vor dem Snickers persönlich. Echt? Oh, ja. Ich finde die gut. Also wenn wir die bei uns beim Einkaufen sehen, dann können wir die holen. Ne? Ja, wirklich. Ja, hol sie dir. Wie wir gegaslightet wurden, auch das erste, was wir auch machen, sind diese Käsedinger. Yummy Miami. Ich mache auch mein Wasserglas dafür leer. Ja, ich weiß nicht, ob das yummy ist. Mango übrigens. Man muss das wirklich mal sagen. Dieses Format hat ein, zumindest für die Leute, die daran teilhaben, ein unglaublich ernährungswissenschaftlich bildenden Faktor. Ist wirklich wahr. Wir haben aufgehört, so viel Scheiße zu essen dadurch, weil wir das machen, weil du merkst, was das mit deinem Körper macht. Essen wir heute Abend Salat? Zusatzstoffe und so. Magst du Mango eigentlich? Ja, schon, aber es ist halt scheiße zu schneiden, deswegen mache ich mir die nie. Okay. Oh mein Gott, riecht das intensiv. Crazy. Oh, aber es hat auch so eine kleine Urinnote. Ja, auch Parfum. Alter, das ist scheiße. Das ist schal. Das ist auch wieder nur süß. Also das mag ich nicht. Und es ist wirklich schal. Das schmeckt wie hochkonzentriert verdünnt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Boah, okay, warte, jetzt. Oh, wieso denn? Chemie dritte Klasse hier. Und es schmeckt nach Gatorade. Wollen wir wetten? Es gibt nur einen, der das bewerten kann. Ich teste das für euch, Freunde. Oh, Mangogeruch kommt durch. Ich finde diesen künstlichen Mango-Geruch sehr widerlich, muss ich sagen. Das ist actually der beste Drink, den wir bisher hatten. Genauso. Das Ding war übrigens nicht so gut. Nee, also gar nicht. Das schmeckt wie... Ich fand den schlechter als Gatorade. Ja, definitiv. Wirklich? Ja. Rein da. Now and Later Original Mix. Das sieht nach Kaubonbons aus. Oh, bitte nicht Banane. Long-lasting Chew. Ich will gerne im Later sein und nicht mehr im Now. ich plädiere auf eins, gib mir nicht Banane. Ich hasse Banane. Ich esse nur grüne Bananen. Was ist denn das? 4 verschiedene Farben? Ich nehme... Oh nein. IWR. Unter der Couch gelandet. Der ist weg. Ich bleib unter der Couch, ist kein Problem. Oh, warum kriege ich denn grün? Nein, ich habe dir wirklich aus Versehen Gelb gegeben. Ey, ich hasse das war dich. Nicht mal beabsichtigt. Du schläfst heute auf dem Balkon. Sorry. Sieht das aus wie etwas, das man essen will? Das ist ausgepackt schon? Ja. Oh, der Grüne ist ja krass grün. Alter! Das sieht aus wie Knete. Oh. Das wäre hart. Das ist hart, Alter. Du hast den ganzen Mund gesteckt. Warum ist der so hart? Ja, schon. Das schmeckt aber... Schmeckt wie diese Bananenteile. Die schmecken voller Plastik. Ja. Aber voll.
Nach Plastik mit Rattenpisse. Ist so wie Plastik essen. Ihr habt doch bestimmt diese kleinen Kaubonbons getestet, diese kleinen Dinger, die man nur in diesen großen Packungen bekommt. Ja. So schmecken die. Nein. Nein, die sind voll geil. Ja. Es ist so wie Storkriesen, finde ich so. Weil es zieht dir die Zähne aus dem Kiefer. Ist das wie. Ich muss sagen, ich würde die verbrennen. Ich würde die hinter G packen. Nee, verbrennen können wir die nicht. G? Was stimmt? G? Sie ist so wahnsinnig. Anne! In G. Meine, ich probiert mal grün. Grün war lecker. Make Snacks great again. Ja, safe, ne? Aber schon noch vor den Snowballs. Snickers. Ey, Pistazie ist mega lecker. Was ist da? Käsepista? Was ist das denn? Ja, ich weiß nicht, was das andere noch ist. Wie der Tisch was mittlerweile. Der Tisch einfach aussieht mittlerweile. Meinst du, was das ist, Lukas? Ich merke gerade, wie ich abbaue. Auch wenn die meisten Sachen für mich lecker waren, waren das irgendwie so viel. Das vergiftet deinen Körper. Okay. Oh, wie kann der Scheiße riechen? Das ist wirklich eine Pistazie. Ich habe hier eine Pistazie. Warum riecht denn das nach Menthol? Wieso riecht das Scheiße? Das riecht wirklich nach Menthol. Warum denn? Das riecht nach... Wie heißt diese Schokolade mit dem Pfefferminze drin? So riecht das. Schmeckt auch scheiße. Ja. Oh. Schmeckt auch wirklich scheiße. Gib mir Apfel. Die ist ja ganz furchtbar. Sie ist es schlimmer als die Gurken. Ja, Mango wird langsam wütend. Ich hab's vor PTSD, wenn ich in dieses Studio reinkomme. Wirklich, jedes Mal, wenn ich das nächste Mal hier bin, ich wäre einfach so, oh nein. Alle auch für verbrennen, oder? Das ist wirklich widerlich. Das ist hinter den Gurken. Die Gurken. Hinter den Gurken? Ja, weil das mehrere Geschmacksebenen hat, auf denen es nicht okay ist. Wir verbrennen den. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht kotzen muss. Ja, Sam, ich versuche mich auch gerade echt zusammenzuhalten. Oh, das ist so eklig. Oh. Ey, und next wir up, sind am one. Ende angekommen und es ist auch Zeit für Code Red, Alter. Code Red, oh. Mountain Dew. Ist auch genau das, was ich jetzt brauche nach dem ganzen Dr. Pepper. Ich hasse euch so sehr. Oh, es ist so schlimm. Paul, würdest du sagen, es ist der schlimmste XXL-Test bisher? Bei diesem Fischzeug war ich, glaube ich, so nah beim Kotzen. Da war ich auch. Bei dem Mehrkammergericht Fischzeug. Ja. Aber ich bin, also ist kein Scherz, wenn ich meinen Bauch jetzt einknicke, kann ich sofort kotzen. Ja, ich glaube, ich auch. Sofort. Oh Gott. Letzte, dann haben wir es geschafft. Code Red Mountain Dew. Mittlerweile alles auch schön warm. So sieht er aus. Ich will einfach aus der Dose trinken. Ich will mein Wasser jetzt nicht wegkippen. Ja. Okay, Freunde. Heute auf ein fantastisches Video. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das ist Code Red Mountain Dew. Das ist das Letzte. Es ist Zucker mit Kohlensäure. Das schmeckt wie Dr. Pepper. Es ist Dr. Pepper, ja. Aber es ist eigentlich irgendwie noch wässriger als Dr. Es ist Pepper. Besser als Dr. Pepper. Ja, es ist echt besser, dadurch, dass es wässriger ist. Es ist süßer, es ist Zuckerwasser. Es ist süß. Das ist emotionslos. 13 Gramm Zucker. Es gibt hier auch Drinks mit 13 Gramm Zucker, aber die schmecken nicht so süß. Ja, aber da ist das Corn Syrup Zeug? Da ist dann noch mehr Süßungszeug drin. Ja, das ist dieses Corn Syrup. Was ist falsch mit dir? Ich konnte. Ein letztes Mal. Wo wird das hier? Emotionslos. Ja, ich bin auch bei Emotionslos. Homotionslos. Rein da. Code Red irgendwo mittendrin. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz unsere Liste an und müssen mit Bedauern feststellen, dass Hers Baked Cheese Curls, das erste, was wir hier probiert haben, auch scheiße sind. Wenn das in einem deutschen hier im Vergleichstest antreten würde gegen deutsche Süßigkeiten, wäre das so, weiß ich nicht, D-Tier. Vor allem, ich bin Fan. Was dieses Tier ist, komplett verzerrt ist, jede deutsche Süßigkeit, außer After Eight, würde zwischen F und America Fuck Yeah landen. Safe, ich bin 100% After bei dir. Ist auch besser als After das. After Eight kommt auch aus der Hölle. Was? Ihr kommt aus der Hölle? After Eight kommt aus der Hölle. Also, dass überhaupt irgendwas es geschafft hat, über G zu sein, ist einzig und allein eure Schuld. Können wir ein Outro machen? Das waren amerikanische Süßigkeiten und Snacks im XXL-Test. Ihr könnt euch ganz viel Geld sparen in jedem Späti, in dem ihr jetzt unterwegs seid, wo es diese Scheiße zu kaufen gibt. Kauft euch einfach nichts. Kauft euch die hier. Nein, weil kauft euch nichts. Euch vorgemacht wird, alles was aus Amerika wäre geiler. Spart euch die Kohle. Gebt nicht die 5 Euro für die Takis aus oder für was hier Mami Mango, was weiß ich. Scheiß drauf, das ist oder alles holt Dreck. Euch auf jeden Fall nicht Garlic Joe. Wirklich, also wenn ihr für den das Leid, das wir hier vollbracht haben, ne,
nicht alles da lasst, was man in diesem Video da lassen kann, dann wäre das echt umsonst gewesen. Also ich sehe hier sehr viele Chancen für Loot für die Weltbestrafungen. Das ist wahr. Es ist gut, dass du das sagst, dann komme ich dieses Jahr. Leute, wir wollen uns einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren zwei Gästen. Danke, dass ihr mit uns gelitten habt. Ich fand's sehr, sehr schön. Ich meine das auch alles nicht ernst, ich habe euch trotzdem lieb. Ja, das ist schön, das freut mich sehr, weil ich bin froh, dass wir jetzt endlich ein paar Gleichgesinnte haben, die unser Leid mal mitempfinden durften. Es ist wirklich, ich bin ein positiver Mensch. Ich nehme hier draus mit. Ich esse keine Süßigkeiten mehr. Ja, ist doch was Schönes. Ich mache mir heute Abend einen Salat. Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn euch das gefallen hat, haut einen Daumen raus. Abonniert gerne den Kanal. Wir haben so viele XXL-Tests schon gemacht. Gönnt euch, die sind alle bei uns auf dem Kanal. Wir haben Billig vs. Teuer, auch ein fantastisches Format. Ey, und für euch alle, für euch Superreichen da draußen, super thanks. So sieht's aus.